So. Spontan hier einfach zum Raid gegangen und da war auf einmal eine Gruppe, die ist gerade anscheinend auf Tour. Und hier haben wir mein erstes Kyogre. Ich habe gehört, der ist richtig schwer. Robot leidet, er trifft ihn gar nicht. Setzt euch mal hier ab, hier ist ganz gut. Justus, Ehrenführer dieser Gruppe, dieser Raid-Gruppe. Schauen wir uns mal seine Statistik an. Falls ich ihn noch rechtzeitig finde. Da. Colossal Kyojin. Stabile Statistik. Ich würde jetzt sagen, mir wird Geowatts ausgesucht, aber das ist jetzt relativ irrelevant. Kein Geico, kein Zapf ist gepusht, deswegen auch nicht ausgewählt. Was hat denn irgendeine Attacke? Ich habe nicht hingeschaut. Adorno, perfekt, der Schwächste. Und auf einmal sind wir nur noch 10. So sind wir nur noch 10? Vor allem, wenn jetzt die Geowatts kommen. Alter. Ach so, wegen Donner, deswegen. Ja klar. Yay, 6 Bonbons. So. Huh. Ah, doch nicht. Okay, ich sehe schon, so Mantax-mäßig.
sehe schon. Das kann echt eine harte Nummer werden. Weißt du noch nicht mehr? Das wird echt nervig. Ja, komm. In der Seite wird mir das nicht gut. Kein Exzellent. Tot. Junge, tot. Alter. Was soll der Schmarrn? Kreisbürster geworden, dann abgewehrt. Ah. Letzter Ball. Kyogre echt tot, Leute. Genau in die Mitte getroffen, was ist das? Aber dafür drin geblieben, letzter Ball. Verdient. Richtig verdient. Bam. IB richtig schlecht, aber egal. Genau wie Godon, nichts über. 23. IB check. Oh, na. Wollte schon sagen, wenigstens Attack, aber nicht mehr Attack. So, zu Hause angekommen. Nach einer verrückten, okay, so verrückt war die nicht, aber nach einer kleinen Tour, wir haben ein paar Kyogres gefangen, ein paar Godons und ein paar Arenen getriggert. Mehr dazu dann später in den anderen Videos. Und Kyogre echt schwer zu fangen. Man braucht echt viel Übung, aber das geht schon. Und ich habe auch schon viele Line gehört in der Früh im Livestream. Da hatte ich noch keine Chance, Kyogre zu fangen und zu machen. Da habe ich schon gehört, dass der recht schwer sein soll. Und jetzt dann im Verlauf des Tages in den ganzen Chats, dass die echt wenige gefangen haben. Ich habe mir jetzt ein paar Videos angeschaut und ich habe jetzt hier ein interessantes gesehen. Das werde ich dann morgen auf Raid Tour nochmal testen. Nochmal kurz Screen Recorder für euch an. Und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft mit Kyogre und wie viele ihr schon gefangen habt. Ich habe sogar eine recht gute Quote, 3 von 4, wo ich nie Excellent werfe. Also treffen tue ich ihn eigentlich immer. Ich kenne viele, die haben echt Probleme, überhaupt den zu treffen. Schauen wir uns jetzt dieses Video an. Es gibt viele, aber der Typ hier redet auch in dem Video. Deswegen finde ich das recht gut, weil die meisten schreiben nur Text dazu. Da versteht man nicht genau, was die wollen. So. So, das ist interessant. Okay, das ist nicht interessant. Und zwar... Also ihr könnt AR machen und er kommt dann wieder in die Mitte. Das geht bei mir nicht, weil AR nicht funktioniert, aber jetzt... So. Okay, der Zirkel ist zu groß, aber... So. Das interessiert auch keinen. Waren ja goldene Berge benutzt. Also ich habe über 500, ich benutze sie immer. Das interessiert echt keinen. Bla bla bla. Das interessiert keinen, was du machst. Ja, ja, ja. So. Okay. Pass gut auf. Genau. Genau, das ist wichtig. Das Timing. Wenn er oben ist, fängt dann zu drehen. Das ist interessant. Okay, für die meisten ist es immer noch schwer, den überhaupt zu treffen. Also ich bin schon auf der Stufe, wo das Timing jetzt stimmen muss. Und die Position.
Okay. Das ist ein guter Tipp, aber das hilft noch nicht mit der Positionierung des Wurfes. Weil ich treffe ihn noch nicht genau immer in der Mitte. Okay. Ah. Okay. Von unten links und dann in der Mitte loslassen, okay. Problem ist, ich werfe in die andere Richtung. Warte, wie werfe ich? Okay. Aber das mit dem Timing ist schon mal ein guter Tipp für morgen zum Testen. Okay. Ja. Genau. Wenn er oben, genau. Okay. Wenn er unten ist, dann loslassen. Okay. Das ist schon mal ein guter Tipp. Jetzt nur das mit dem Positionieren und weit genug und richtig treffen. Das hat er nicht so gut erklärt. Da muss ich noch ein paar andere Videos anschauen und ein bisschen rumtesten. Aber das war's von mir. Den ersten zum Glück gefangen. Und bisher eine recht gute Quote, 3 von 4. Morgen geht's nochmal auf Tour, da machen wir noch ein paar mehr und fangen hoffentlich noch ein paar mehr. Aber das war's von mir. Erstes Kyogre in der Tasche, wenigstens den Pokédex. Ich hatte bisher weder Godon noch Kyogre, einen guten. Das wird sich morgen hoffentlich ändern. Aber schreibt unten rein in die Kommentare, wie es bei euch so läuft. Wie findet ihr Kyogre? Leidet ihr auch so wie die meisten? Oder habt ihr da ein paar Tricks auf Lager, wie man den am besten fängt, wie man gut wirft und so? Und dann schauen wir mal. Ich wünsche euch viel Glück mit Kyogre. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.